Ja, kannst Gut. dir Havel gerade nochmal ansehen. Hat wohl zahlreiche Schneidzähne bei sich am Gürtel. Also irgendwelche kleinen Wurfäxte oder auch einen großen Schildspalter, den sie auf dem Rücken trägt. Verschiedene Äxte und ein Torvalerun-Schild. Wirkt also viel mehr wie eine Kriegerin als wie eine Swaffnicke-Weiter, aber das sind sie im Prinzip ja alle. Gut, nachdem wir dann außer Höhe weiter sind, meint Zulamin, das war sehr unfreundlich der jungen Frau gegenüber. Nun, sie ist unerfahren. Das rechtfertigt nicht, unfreundlich zu ihr zu sein, nicht wahr? Tja, wenn ich zu jedem immer freundlich sein muss, dann kostet zu viel Kraft. Ich verstehe, was ihr meint, aber es ist trotzdem etwas, was mir wichtig ist. Ja, Nun. dann würde ich aber die Leute anlügen und ich bin gerne direkt. Dann wissen die Leute, was sie von mir haben. Ich verstehe. Habt ihr es lieber, dass ich Hast. lüge? Nein, Gut, dann aber bin ich ehrlich. ein gewisses Maß an Freundlichkeit macht das Leben für uns alle einfacher. Ja, das mag sein. Aber was es noch einfacher macht, ist, wenn der Kaplan oder die Kaplanin kompetent ist. Was ihr ohne Frage seid, immerhin hat Hasswulf euch empfohlen, nicht wahr? Korrekt. Das wohl. Gut, das bedeutet, über eure Kompetenz müssen wir uns nicht unterhalten. Über eure Persönlichkeit habe ich ein klein wenig gerade erfahren. Lasst mich euch erklären, was für mich das Wichtige hier ist. Ihr könnt euch vorstellen oder habt das von Hasswulf gehört, dass ich selbst in der Seefahrt nicht besonders bewandert bin. Dennoch finde ich mich nun in der Funktion der Kapitänin wieder. Nun, ich habe schon mitbekommen, dass das hier in den Thylamidenreichen oder generell abseits von Torval nicht immer der Fall ist, dass der Kompetenteste zum Kapitän erklärt wird. Spielt auch keine Rolle, solange Die es die Sache Offiziere sind. ist die. Wenn ihr meine Bordkaplanin sein sollt, dann müssen wir zusammenarbeiten. Ihr müsst meine Fähigkeiten anerkennen, so wie ich die euren anerkenne. Ich bin nicht deswegen Kapitänin, weil ich mich besonders gut auf Seefahrt verstehe, sondern weil ich mich besonders gut auf Menschen verstehe. Ihr müsst euch gar nicht rechtfertigen vor mir. Ist mir schon klar, dass ihr in irgendetwas kompetent seid. Oh, ich rechtfertige mich nicht. Gut. Ich mache euch klar, woran ihr seid und was ich von euch erwarte. Und ich erwarte von euch, dass ihr mir eure Perspektive zur Verfügung stellt, mein Schiff befehligt, euch um die Mannschaft kümmert, aber dennoch nicht an meiner Autorität rüttelt, auch wenn ihr auf diesem Gebiet kompetenter seid. Versteht Ich ihr? werd nicht an eurer Kompetenz rütteln. Aber ihr habt nach meiner Perspektive gefragt und die wird sehr unfreundlich werden. Zumindest habe ich keine Kraft und keine Zeit, höflich zu sein. Das ist verlogen und wenn mir irgendjemand stinkt, dann sage ich ihm das auch. Und ganz im Ernst, ich weiß nicht, wie er in Betana ausgebildet wird und ob sie irgendetwas taugt, das kann ich nicht beurteilen und das werde ich auch nicht tun, aber. Nun, lassen wir das. Ich habe zumindest Erfahrung mit den Quallendämonen. Könntet ihr euch vorstellen, mit ihr zusammenzuarbeiten? Interessiert mich nicht. Wenn ihr meint, dass ihr uns beide bezahlen könnt, dann kann ich auch neben ihr dienen. Nun, wisst ihr, selbst Hasswulf hat sich am Ende zu einem gewissen Mindestmaß an Freundlichkeit herabgelassen. Nun gut. Dann werde ich mit dieser Elfanora sprechen. Ihr könnt euch selbstverständlich ebenfalls an Deck umsehen. Das werde ich machen, aber waren das tatsächlich alle Fragen, die ihr hattet? Ob ich auch höflich sein kann und dass ich nicht an eurer Kompetenz rüttel, das war alles wirklich. Nun, wie gesagt, an eurer Kompetenz habe ich nicht wirklich Zweifel. Gibt es etwas, was ihr mir sagen wollt, um mich zu überzeugen, dass ihr die Richtige für diese Aufgabe seid? Tja, wie ich bereits sagte,
Ich habe an der anderen Küste bereits gedient und gegen die Dämonen der Säuferin von Khangar gekämpft. Ihr sagt dort etwas von Quallendämonen. Bezieht ihr euch auf irgendein bestimmtes Ereignis? Selbstverständlich. Erzählt. Nun, es gab vor über 1000 Jahren in den dunklen Zeiten gab es einen Ausbruch in Bosbaran. Dabei wurden Daimonide Quallen in Bosbaran in Gefäße gesperrt. Und diese Plage, die fast Bosbaran oder Winsal, wie man sie heute nennt, vernichtete, die Polypen sind wieder freigelassen worden. Sie nisteten sich in den Gehirn von toten Menschen ein und belebten sie wieder zu Draugre. Wir haben gegen diese Draugre gekämpft. Gegen die Nebeldämonen, gegen die Schwarmintelligenz. Und wir haben sie wieder gebannt. Zurück in die Gefäße. Wo seid ihr auf sie gestoßen, nach über 1000 Jahren? Sie kam über die Plünderung der Chaldinger, damals nach Torval. Das ein oder andere Gefäß wurde von einem Friedlosen geöffnet. Wir konnten sie gemeinsam mit der Hilfe von Swafni und Naturgon wieder einsperren. Ich verstehe. Ihr habt in eurer Heimat also bereits Bemerkenswertes geleistet. Warum habt ihr euch entschlossen, an diese Küste zu kommen? Weil wir es auf der Seite unter Kontrolle haben. Hier fehlt noch die Faust von Swafnir. Hasulf meinte, er spüre das Leiden des Wahlgottes. Spürt ihr es ebenso? Ja. Das wohl. Nun, das ist wohl Grund genug, um gegen die blutige See in die Schlacht zu ziehen. Was die Matrosen angeht, haben wir ein Angebot von einem gewissen Malik aus von der Elburischen Halbinsel. Sein Vorgesetzter ist ein gewisser Ratsan. Sind sie euch bekannt? Bisher nicht. Es gibt so sehr viele Seefahrer da draußen. Aber ich kann sie mir angucken. Nun, das wäre vermutlich eure Mannschaft. Sie können uns 400 Mann anbieten. Wir gedenken, in etwa 200 zu nehmen. Nun, ich werde sie mir angucken. Ob sie ein Segel richtig hissen können. Aber ich werde mir auch euer Schiff ansehen. Nun, was den Kampf gegen die Dämonenarchen angeht, werden wir uns wohl darum bemühen, dass man uns das Effathorn anvertraut. Das könnte eine der nächsten Dinge sein, die wir in Angriff nehmen. Was haltet ihr davon? Wird sicherlich nützlich werden. Nun gut, wir hatten in letzter Zeit einige Unruhen in der Mannschaft. Sollte es zu so etwas kommen, Ansätzen von Meuterei. Wie ist euer Umgang mit so etwas? Rationenzug. Kommt auf die Vergehen an. Verstehe. Nun, das klingt vernünftig. Man muss ja nicht Brick? Mit. Zum Einsperren. Das ist was genau? Ein Gefängnis? Wir haben eine Gefängniszelle. Sie verdreht so ein bisschen die Augen und nickt dann mit dem Kopf. Ich werde euch die Grundlagen beibringen. Keine Sorge. Ich bin bereit zu lernen. Später. Ich schaue mir erstmal das Schiff an. Und dann betrachte ich mir die Matrosen. Wir sind leider noch nicht hier, aber ja. Ich werde sie schon finden. Gut, dann gehe ich. Dann verabschiede ich mich und gehe zu Ephanora. Hallo. Ich habe gar nicht so lange gewartet. Nein, es hat mir auch sehr leid getan, euch lange warten zu lassen. Nein, ist alles okay.
Ich freue mich, dass ich eventuell bei euch mitmachen kann. Aber wie gesagt, ich möchte auch nicht stören. Wenn ihr meint, dass Havulgard besser geeignet ist, dann verzichte ich auch gerne auf den Platz. Ich dachte mir einfach nur, ich stelle meine Expertise euch vor und naja, einen Kaplan kann man ja immer brauchen. Nun, wisst ihr, Havulgard ist sehr offensichtlich erfahrener als ihr. Was nicht heißt, dass ihr nicht gut seid. Ich kann das selbst nicht beurteilen, aber nun, die Rechnung ist eine recht einfache. Wir können es uns nicht leisten, euch zwei Geweihte anzustellen. Obgleich wir eure Dienste sicherlich gebrauchen könnten. Wir haben einige Avessee-Schüler an Bord und ich muss sagen, ihre Ausbildung wurde in letzter Zeit doch sehr vernachlässigt. Also wenn ihr mögt, dann kann ich mich auch darum kümmern. Ich mache das gerne. Also ich bin jetzt zwar selber noch nicht in diesem Alter, wo man dann auch, lehrt, zumindest nicht in Betana, aber ich kann ihnen ja schon so ein bisschen was beibringen, wenn ihr mögt. Ihr müsst mir dann auch gar nicht das Geld eines Kaplans bezahlen. Nun, dann könnten wir eventuell darüber nachdenken. Wir haben noch einen weiteren Geweihten an Bord, der völlig ohne Bezahlung seine Dienste dieser Mission zur Verfügung stellt. Das erwarte ich selbstverständlich nicht, aber wir können nicht zwei Bordkaplanen bezahlen, das ist sicher. Ja, okay. Also wenn ich dann nicht die Dienste, also Hauptsache ich bin an Bord von eurem Schiff. Nun, ich denke, ihr könntet bei dieser Mission sicherlich viel lernen. Allerdings müsst ihr auch sehen, dass ihr euch in große Gefahr begebt, wenn ihr bei uns bleibt. Naja, Effert ist doch der Zornige und der Naturgewaltige. Und wenn man dann auf seinen Schiffen sein Meer befährt, dann ist es immer gefährlich. Damit muss man halt leben und rechnen. Aber Effert beschützt uns auch. Das ist wahr. Allerdings werden wir die Meere befahren, die von der Sultana der Seeschlangen verdorben sind. Und das ist doch nochmal ein bisschen etwas anderes. Oh, ihr solltet sie nicht Sultana nennen. Oder auch tiefe Tochter. Ihr solltet sie so bezeichnen, dass sie, nun ja, keine Titel trägt. Denn, naja, so etwas wie tiefe Tochter, das ist das Pantheon von Yul'Gurmak. Und da gibt es dann den sehenden Sohn und die schwarze Mutter und so etwas. Und wenn man sie in diesen Kanon einordnet, ist es nicht gut. Genauso wie Sultana der Seeschlangen. Das ist ein Titel, den sie nicht verdient hat. Da solltet ihr am besten aufpassen, wie ihr sie nennt. Versteht ihr? Zulamin sieht leise belustigt aus. Nun, ich denke, dann sind wir mit die Ersäuferin gut bedient, nicht wahr? Ja, das ist ein guter Name. Nun, ich denke, dass ihr selbst noch nicht gelehrt habt, sollte kein Problem darstellen. Immerhin erinnert ihr euch sicherlich selbst noch gut an eure Ausbildung und nun, vielleicht wart ihr sogar einmal Tutorin für eure Mitnovizen? Ja schon, also ich habe schon den ein oder anderen Novizen auch gerettet, wenn der dann auch an Bord war. Wir haben ja eine Segelschule in Betana. Ich habe gehört, dass der ehemalige Kapitän auch aus Betana kommt. Ja, in der Tat, von der dortigen Magierakademie. Ja, das ist bestimmt schön. Vielleicht verstehen wir uns ja. Das würde mich freuen. Dann habe ich gleich einen Freund an Bord. Nun, vielleicht versteht ihr euch, wer weiß. Immerhin seid ihr beide Horasier. Nun... Ich habe nur in Betana gelernt. Ich bin keine Horasierin. Oh, woher kommt ihr? Aus Gareth. Aber da gibt's zwar auch einen Effert-Tempel, aber so wirklich auf Schiffen segeln kann man da nicht. Ja, natürlich. Der Effert-Geweihte dort geht der sehr undankbaren Aufgabe nach, die Kanalisation freizuhalten. Ja, Effert an Brunnenmann, ne? Der hat ja hohe Gummistiefel an. Aber das ist nichts für mich. Nein, das wäre auch nichts für mich. Aber euer Grund, bei uns anzuheuern, ist Abenteuerlust? Ihr wollt lernen? Ja, natürlich, ihr seid die größten Sonst. Helden. Also jetzt abgesehen von den Donnersturmhelden, die sind natürlich noch größer als ihr. Aber die fahren nicht zu See.
Und die Abenteuer von Ihnen sind ja auch schon vorbei. Immerhin sind Sie mit Streitwagen gefahren. Ich hatte gehört, dass einer von Ihnen Wollnashörner vor seinen Wagen gespannt hat. Und es gab einen Groll im Wagen. Ja, wir haben auch einige Gerüchte gehört. Unser erster Bordmagus hat wohl Verwandtschaft beim Zwergenteam. Aber wir wissen nicht, wie es für sie ausgegangen ist. Ja. Oder also, wer überhaupt gewonnen hat. Ja, also da hört man ja verschiedene Gerüchte. Aber wie gesagt, ihr seid schon ziemlich erfahrene Helden, möchte ich sagen. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr, mich mitnehmt auf den Kampf in die blutige See. Sulamin betrachtet ein wenig die niedliche Effort-Geweihte und meint dann, nun, ich denke, es wäre erfrischend, euch an Bord zu haben. Aber nennt mir doch eure Gehaltsvorstellungen. Naja, wenn ihr mich als Lehrerin haben wollt, 2 Goldstücke. Nun, das klingt nicht unvernünftig. Ich werde mich mit meinen Beratern besprechen. Schön, euch kennengelernt zu haben, Effanora. Sehr gerne. Sie winkt und geht dann. Okay, dann tue ich, was ich gesagt deine habe. Beiden Kaplaninnen eventuell und kannst am Abend des 11. Hesinde deine bunte Mannschaft zusammenrufen, wen ihr einstellen mögt oder auch nicht einstellen mögt. Ah, Capitania, ihr habt uns einbestellt. Ja, ich bin in dieser Sache mit dem Posten der Bordkaplanin ein wenig weitergekommen. Mir scheint der erste Eindruck hat sich ziemlich bestätigt. Havelgard ist wohl kompetent, aber nun, nicht die angenehmste Person, muss ich sagen. In der Tat, sie schützt die Privatsphäre von manchen Leuten. Mir gar nicht. Sie hätte fast eine Schlägerei mit, unserem guten Gonnach angefangen, den ich vor die Tür gestellt hatte. Was ist hier? Die wollte hinein, Gonnach hat nein gesagt. Sie hat insistiert, Gonnach hat gesagt, noch einen Schritt weiter und er haut ihr aufs Maul. Es geht ja gut los. Ja. Ich muss gestehen, selbiges haben wir das Wolf allerdings zuhauf durchgehen lassen. Das Wolf wollte nie in meine Kajüte. Er hat mir allerdings den Finger gebrochen. Wäre auch niemals dafür gewesen, jemanden wie Haswolf einzustellen. Naja, da hat der Mann nicht unrecht. Die Sache ist, dass diese Effanora kein richtiger Ersatz ist. Ich meine, sie ist entzückend. Aber das ist nicht das, was ich in erster Linie von einer Bordkaplanin erwarte. Außerdem, nun ja, sie hat mich belehrt, dass es nicht gut wäre, den Namen Tiefe Tochter oder Sultana der Seeschlangen zu verwenden, weil, nun ja, das würde ihr zu viel Ehre antun. Da hat sie allerdings recht. Ihr müsst die Dämonen bei ihrem Namen nennen, um ihnen zu zeigen, dass ihr euch nicht fürchtet. Ja, ich kenne eure Position dazu. Dumme Wasserhexe. So oder so, Sulamin, was ihr braucht, ist niemand, der in der Lage ist, das Schiff beim Laufen zu halten, während ihr fort seid. Und dies könnt ihr nicht einem ungelernten und wenig erfahrenen Junggeweihten, sagen wir das so, aufbürden. Ich bin völlig eurer Meinung. Deswegen, so sehr es mir missfällt, denke ich, dass es hier keine echte Entscheidung gibt. Ich hatte darüber nachgedacht, ob es sinnvoll wäre, noch einmal beim Effa-Tempel anzufragen, aber nun ja, wir wissen, was für einen Ruf wir dort mittlerweile haben. Es hat Gründe, warum nur diese Effanora sich bei uns gemeldet hat. Ich habe sie allerdings gefragt, ob sie bereit wäre, uns, sagen wir, nicht als Bordkaplanin zu begleiten, sondern als jemand, der ein wenig die Aves-Seeschüler unterrichtet und sich um Kleinigkeiten kümmert. Und dazu wäre sie für 2 Dukaten am Tag bereit. Haltet ihr das für ein gutes Angebot? Ein wenig Unterstützung? Ist das nicht etwas teuer für einen, Beilehrer, einen Assistenten? Nun, das könnte man, denke ich, noch nachverhandeln. Es wirkt sich, glaube ich, entweder in dem Rahmen, den man den Hesinde-Gläubigen-Schreiblehrern in Alanfa angibt.
Nun, unsere Bordheiler erhalten diesen Betrag und der Mathematikus. Ich denke, das ist durchaus fair. Sie ist eine Geweihte, aber und besteht nicht auf dem Gehalt einer Geweihten. Insofern denke ich, sollten wir nicht allzu hart handeln. Hallo? Hallo, darf ich reinkommen? Oh, der Ventilus springt auf, um zur Tür zu kommen. Wir haben doch Werte gestern euch einzuladen. Ja, ich dachte, ich sollte ja auch hier sein, oder? Soll ich wieder gehen? Oh nein, setzt euch doch. Nehmt meinen Stuhl, ich kann hier hinten hinsetzen. Ich wollte eigentlich schon früher hier sein, aber ich dachte mir, ich muss noch mein Hörrohr holen. Ich verstehe euch sonst so schlecht. Soll ich mitschreiben, soll ich protokollieren? Nein, aber ihr könnt eine Meinung abgeben. Und zwar, wir haben zwei Bewerberinnen um das Amt der Bordkaplanin. Eine davon sehr unerfahren. Allerdings wäre sie bereit, uns zusätzlich für den Betrag von 2 Dukaten zu begleiten. Sie ist geweiht? Ja, die andere ist grob. Sie ist geweiht. Naja, wo ist dann die Frage? Dann selbstverständlich packt man sie ein. Seht ihr? Er sagt auch, dass es sich lohnt. Also selbst wenn sie nicht den Dienst einer Kaplanin ausfüllt, aber selbst wenn dieses Schiff untergehen sollte, dann wird sie alles daran setzen, zu verhindern, dass ich mir die Knochen breche. Betrachtet es so, wenn die erste Wahl ein unglückliches Ereignis ereilt, wie ja schon in der Vergangenheit vorgekommen ist, habt ihr nötigen und zumindest leicht angelernten Ersatz direkt an Bord. Ich denke auch, dass es eine gute Sache ist, denn nun, diese Havulgard sieht durchaus wie eine Kriegerin aus und nun, als Kriegerin kann sie auch im Krieg ums Leben kommen, wie wir alle wohl hier an Bord. Oh nein. Gut, ich denke, Rumpel, wir hatten deutlich gemacht, dass dies eine gefährliche Mission ist, ja? Ja. Wir setzen natürlich alles daran, dass wir nicht untergehen oder ums Leben kommen. Und wir werden auch uns bemühen, euch keiner besonderen Gefahr auszusetzen. Aber passieren kann alles. Nun gut. Dann denke ich, werden wir die Damen beide an Bord nehmen. Und hoffen, dass sie sich vertragen. Sie kamen zumindest gemeinsam an. Das macht ein wenig Hoffnung. Na dann, das sollte es für heute gewesen sein. Oder habt ihr noch irgendetwas? Irgendwelche Neuigkeiten? Nur Gerüchte. Nichts Wichtiges. Nichts Wichtiges. Ich verstehe. Aber bei Zeiten erzähle ich euch gern die eine oder andere Sache, die ich gehört habe. Immer gern, Cortex. Das auf später verschieben. Ich glaube, die anderen sind nicht so sehr an der Leitant interessiert. Nicht wahr? Also ich habe heute beim Einkauf von neuen Segeltuchen und von Holz zum Ausbessern 20 Dukaten gespart. Hervorragend. Das ist gut. Seht ihr, ich wusste, dass er eine Bereicherung für unsere Crew ist. Taugt das Segel denn was? Selbstverständlich. Es ist reißfestes Segeltuch. Es hatte die falsche Farbe. Der Händler hatte es urtümlichem einmal für einen Piraten gefärbt. Der wollte unbedingt rote Segel haben und der ist nicht aufgetaucht. Und jetzt sind es zwar rote Segeltuche, die kann man zwar noch weiß färben. Mit Bleiche müsste das relativ einfach gehen. Oder wir benutzen viele Tauben. Aber wenn ihr kein Problem mit roten Segeltuchen habt, dann sind die super günstig. Sulamin wirft einen Blick in die Runde. Haben wir ein Problem mit roten Segeln? Wie sieht das heraldisch aus? Nun, solange keine schwarze Farbe dazu kommt, soll das kein Problem sein. Nun, wenn ihr das sagt, ich denke, es wird auf jeden Fall weniger schäbig aussehen, als wenn wir versuchen, das Rot wieder aus dem Segeltuch herauszubekommen. Nichts gegen rote Segel einzuwenden, Kapitän. Ne? Ich meine, das verleiht den Schiff auch nur wiederum einen Charakter. Viele große Schiffe werden nur an ihren Segeln erkannt. Ja, außerdem führen wir ja auch noch die Beflaggung von Janka. Also ich denke nicht, dass es zu Missverständnissen kommen sollte. Es ist selbstverständlich grell und wird im Gegensatz zu weißen Segeln deutlich schneller erkannt auf See. Aber das zeigt auch was da, dass wir bereit sind, jeden herauszufordern, der uns auf See begegnet und uns feindlich gesinnt ist.
gut, wir sind immerhin ein Kriegsschiff. Achso, apropos, habt ihr schon gehört, dass, das habe ich ja eben gesagt, aber ich hatte den Namen dazu gar nicht gesagt, wer bestellt hatte. Ich sagte eben nur Pirat. Seid ihr an Gerüchten interessiert? Aber ja. Ja, immer. Erzähl. Das ist das Beste, wenn man auf dem Markt ist und die Gerüchte auch noch kostenlos dazu bekommt. El Haki ist verschwunden. In der Tat? Was? Wirklich? Wer hat ihn erwischt? Das weiß keiner. Er wurde das letzte Mal gesehen, ich glaube in Talusa oder so etwas, aber... Naja, er hatte die Segel bestellt und kam nicht wieder. Und jetzt gibt es einen großen Streit. Hilf mir auf die Sprünge. Wer war El Hakir noch gleich? Es klingt wie ein Pirat. War das nicht der, der Darion entführt hatte? Genau richtig. Er hat Darion Palligan aus dem Alanfanischen Hafen entführt und ihn geblendet.